Hallo, hallöchen, meine lieben Leute. Wir sind hier in Enderal zurück im Frostwindgebirge, was wir gerade hier so locker flockig Hallo, könnt erkunden. euch In der einen letzten gefallen? Folge waren wir bei einer stillgelegten Thoriummine gewesen, haben da ein bisschen Viererz eingesammelt. Und jetzt geht's weiter in Richtung Norden. Es gibt zwei Wege, die ich nehmen kann. Einmal den nach da oben, einmal den hier so ein bisschen nach links. Das hier ist das Nordwindlager, da haben wir auch ein paar Händler und eine sichere Truhe. Da war ich sehr dankbar dafür, ich war wieder ein bisschen zu schwer gewesen. Ich glaube. Wie sieht es denn aus auf der Karte? Also, links ist später eine Sackgasse, dann gehen wir zuerst nach links und dann weiter nach oben. Da geht es dann etwas weiter. Krass, dass du auf den Stein balancieren kannst, Mammut. Gibt's hier versteckte Sachen? Mana-Pilz. Tja, irgendwas klingeln. Ah, da oben. Da sind sie wieder. Die Irrlichter. Oh, nicht nur Irrlichter, okay. Der Koloss, oh, der sieht cool aus. Wer da? Na, das war doch ganz einfach. Aber ich sollte mal wieder ein paar Tränke nehmen. Überall sind diese Irrlichter. Der Koloss. Was hat du denn? Schatten des Wandermagiers. Das macht Metallismus, Elementarismus, hm? Panzer des Archkriegers, das kennen wir auch schon. Und Totensturm. Verursacht 12 Punkte Schockschaden und halb so viel Schaden auf Mana. Die sieht cool aus, die Waffe. Die sieht echt cool aus. Ich glaube, Totensturm war sogar die zweitbeste Waffe, die man kriegen kann. In dem Spiel die zweitbeste einhändige Waffe. Die andere wäre das Thoriumschwert. Das kriegt man aber erst viel später im Spiel, wenn man schon mit der Hauptmission viel weiter fortgeschritten ist. Erstmal Trank, Wegenstreuen Helm und Nummer 10, der Fall. Ich habe jetzt 9 von 10 Büchern gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass wir Buch Nummer 9 noch nicht gefunden haben. Eispranke. Gehen wir mal vor ein bisschen baden. Um Nummer, ich glaube 41 zu sammeln. 42, ja, nah dran. Wieder verfehlt. Ja. Wow.
Schrier. Das ist in der Truhe. Ui, nehme ich alles mit. Ein Gedichtband. Ah, ich war noch nie gut darin, Gedichte vorzulesen. Das lasse ich mal lieber bleiben. Ist das nicht ein Wolf? Und Levelaufstieg, Stufe 47. Habe ich Bücher? Das ist mein Art, muss ich echt ein paar Bücher kaufen. Ein paar Lehrbücher, ich meine. Lernpunkte habe ich noch ein paar. Erinnerungspunkte, oh, da sollte ich mich auch mal mit auseinandersetzen, worauf ich denn gehen möchte. Ah, zwei Gleiche. Feinkampfmeister. Da jetzt runter oder da hoch? Ich gehe dahin zuerst. Sieht nämlich wieder wie eine Sackgasse aus. Gehe ich denn in die richtige Richtung? Ja. Welchen Krankheitsheiltrank? Natürlich nicht. Ja gut. Wir haben uns mit Wundbrand infiziert. Was macht es denn? Ihr seid 15% weniger effektiv mit Nahkampfwaffen. Toll. Das freut mich. Ungemein. Wird es Nacht? Später muss. 7.10 Uhr abends. Dann können wir ja hier gleich meine Rast machen. Und da sieht die Welt schon mal ein bisschen heller aus.
Rand noch was? Wie sieht's aus? Bis auf das random Skelett, was ein bisschen die Aussicht betrachtet. Schönen Ausblick hast du ja, muss ich ja sagen. Für mich nur ein bisschen zu kalt, aber gut, du bist ein Skelett, vielleicht macht es dir ja weniger aus. Schläft er oder ist er tot? Ah, er lebt. Jetzt nicht mehr. Wir sind ganz schön weit oben, ha? Huh? Ja. Gab's den Eingang? Nö. War, glaube, war das nicht die Thoriummine, wo wir waren? Ja, sieht sehr, sehr danach aus. Diese Kugeln sehen echt cool aus. Alt Iniat entdeckt. Moment mal. Also, ja. Magier unter den Leuten. Ja. Wo ist die hin? Mann! Ich hab da nach oben gemusst. Ja. Bye bye.
So, wo ist jetzt der letzte Feind? Irgendwer da oben. Warum habe ich den gerade eben nicht gesehen? Rein will ich noch nicht, will mich vorher noch ein bisschen umsehen. Da ganz oben. Ich glaube, das hier ist der höchste Ort, den man bereisen kann. Okay, da kann ich nicht runter. Nee. Moment mal. Hat jemand einen Ball? Können wir Ball werfen spielen? Kräumiger Rucksack. Motorium. Motorium. Centurio. Beschriftetes Papier. Lagebericht Mondas 23. der dritten Ernte 8234 nach Sternfall. Kommandantin Sordan, wie vereinbart sende ich euch hiermit den ersten Lagebericht der Expedition nach Alt-Ieniat. Die Reise und Freilegung lief verhältnismäßig glimpflich, gerade in Anbetracht dessen, dass wir beim Öffnen der Ruine von eigentümlichen Maschinen attackiert wurden. Sie weisen große Ähnlichkeit zu klassischen Sternix-Berg auf, aber unser Chronist meinte, dass sie keiner Technologie gleichen, die wir kennen.
Darüber hinaus ist die gesamte Ruine mit eigenartigen Konstruktionen gefüllt, die der gleichen Hand entsprungen sein muss wie die Maschinen. All das bestätigte euren Verdacht. Dieser Ort muss eine Forschungsstätte der Dulgar gewesen sein. Welche Technologie sie auch immer hier erforscht haben, sie weist Ähnlichkeiten mit der des Leuchtfeuers auf und muss auch für die eigenartig schwüle Luft in den Tunneln verantwortlich sein. Momentan sind wir noch mit der Erschließung und Sicherung der Ruine beschäftigt, aber morgen sollten wir die Vernichtung der Forschung beginnen können. Wie ihr schon sagtet, wir dürfen nicht zulassen, dass Arantial, woran auch immer die Dulgar hier geforscht haben, in die Hände bekommt. Respektvoll, Expeditionsleiter Melrin. Kann ich den Kopf mitnehmen? Schade. Makellose Diamant. Krass. Warum stehe ich in Flammen? Achso, da ist ein Feuer drin. Ja, klar. Ah, hier war ich schon. Das da hinten, was wieder leuchtet, ist ein Opa. Ja, das setze ich mal wieder in Timeskip rein. Noch ein bisschen kranker. Ihr hättet hinter euren Nacken. Deine Zeit kommt noch. Ja. So, ich habe den Opa ja mal als erstes erledigt, damit ich hier einen guten Kampf machen kann. Ihr werdet die Leute, die aus euren verdammten Göttern haben, die Welt. Hört auf zu reden, ihr Soldat. Ist nicht gut. Ein einziges Mal in der Geschichte hättet ihr euch für Frieden statt Krieg entscheiden können. Aber was habe ich erwartet? Ah, das wird knapp. Ah, ich schau's. Okay, speichern. Du
beschriftetes Papier. Lagebericht, Mondas, 26. der 3. Ernte, 8234er Sternfall. Kommandantin Sordan, die Lage ist kritisch. Zwar gelang es uns, auf den oberen Ebenen die Sternings, oder wie auch immer sie nun zu bezeichnen sind, Maschinen unschädlich zu machen, aber je tiefer wir in die Ruine absteigen, desto zahlreicher werden sie. Zum heutigen Tage haben wir ein halbes Dutzend gute Soldatinnen und Soldaten verloren. Außerdem wird die Luft mit jeder neuen Ebene, die wir erschießen, schwüler und drückender. Da sich die Ruine inmitten eines Gebirges befindet, haben wir nicht die entsprechende Gewandung und Ausrüstung, um unter diesen Bedingungen entsprechend zu arbeiten. Grunis Eldrin wurde zudem vor 2 Tagen von einem Schwarm Stechmücken, wie sie üblicherweise nur in Ossian zu finden sind, angefallen und leidet seither an hohem Fieber. Morgen werde ich mit der Unterstützung eines kleinen Stoßtruppes das Innerste der Anlage auskundschaften. Vorerst halten wir hier die Stellung und erwarten weitere Instruktionen. Ohne Verstärkung und entsprechende Ausrüstung werden wir die Maschinen nicht abtransportieren können. Expeditionsleiter Melvin. Das ist wohl so gut für den. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Da ist ein Gang, aber da hinten auch. Hier ist ein Fernkampfexpertenbuch. Ich habe was, ihr bewegt euch. Diese Gänge sind so... Wo soll ich als erstes hin? Mau! Es gibt so viel zu entdecken. Ja. Da war ich schon. Na, geht's hier nach draußen? Ja. Okay. Ja, das war die Tür, die ich noch nicht nehmen wollte. Gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Ich habe meinen Weg verloren. Ich weiß nicht mehr wohin. Wo war ich? Wo war ich nicht? Ich könnte auf der Karte schauen. Das finde ich aber nicht gerade übersichtlich. Dann darf ich einfach dahin, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ah ja, den Weg hatte ich schon. Ugh!
war riesig. War ja, oh Gott, wie sehr ich diese Viecher hasse. Und ich hasse es, dass es Stäbe gibt, die auch Bayas beschwören können. 2 Jahre lang habt ihr euer Volk gelogen. Ich halt erbärmlich. Alles klar. Levelaufstieg! Welches Level jetzt? 48. Scaracus. Kilianischer Fluss. Falzata oder Falcata? Oh. Oh. Ein Angriff von 15% mehr Schaden. Boah, sieht da toll aus. Die ätherische Rüstung. Und ich hab. Ich arbeite nicht mit Schäden. Jetzt bin ich tatsächlich traurig. Kopfscher Seelenstein. Anscheinend sind wir wieder zurück. Der Bogen ist ja so schön runtergefallen, also muss ich den mitnehmen. War es das schon? Ich hatte irgendwie das Gefühl, als Fenster weitergehen würde. Hm. Anscheinend habe ich mich getäuscht. Ich muss jetzt nur irgendwie wieder den Weg nach Hause finden. Nach draußen. Ich glaube hier und dann dahin. Ja, dahin. Okay. Dann haben wir auch all die Irnat erkundet. Interessanter Ort. Schwer bin ich. Schwer. Nordventara. Dann gehe ich da mal wieder zurück. Um wieder ein paar Sachen abzulegen.
dir Krankheitsheiltränke? Hm, ich hätte nicht gedacht, derzeit... Zum Tauschen? Klar, kann schon sein. Zeig mal her, was ihr habt. Nein. Schreitet Schade. Wohl. Bin enttäuscht. Jetzt bin ich wieder schön leicht. Okay, dann heißt es wohl mal wieder dorthin zurücklaufen. Wobei, das kann ich auch außerhalb der Folge machen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann da wieder, wo wir die Abzeichnung genommen haben. Da gab es dann noch einen Weg weiter nach unten. Und bis dahin wünsche ich euch allen was und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Bekackt!